bist jetzt live. Einen wunderschönen guten Abend aus dem wunderbaren Dubai. Ja, ich bin live, heute mal im Stehen statt im Sitzen. Willkommen zu einer neuen Vorstellung des Gürkha-Konzepts. Seit Jahren gibt es dieses Konzept. Heute darf ich euch mal die Möglichkeiten aufzeigen, die wir haben, was wir in Dubai erschaffen haben. Denn wir sind morgen auf den Tag 12 Wochen, 3 Monate in Dubai. Für die Neuen heute einfach mal Einführung. Direkt 300-400 Leute live. Im Laufe der nächsten 20 Minuten erwarte ich 2.000 bis 3.000 Zuschauer. Und wir werden heute mal schauen, was ist passiert? Was ist in Dubai passiert? Was ist das Konzept? Welche Möglichkeiten hast du mit mir ein Leben zu führen? Und ich werde heute auch ganz klar sagen, welches Klientel keine Chance hat, mit mir gemeinsam in Zukunft weder aus Dubai noch überhaupt hier Geld zu verdienen. Ich werde heute das erste Mal in aller Deutlichkeit hier auch offen sagen, wen ich nicht dabei haben möchte, für wen das nichts ist. Ja? Diese ganzen Möchtegern-Coaches oder Unternehmer, die einem Leuten irgendwas versprechen, du wirst das. Ich sage euch heute klipp und klar, wer hier kein Geld verdient, wer sich nicht bewerben muss, wer sowieso keine Chance hat, an meiner Seite Geld zu machen. So, wir warten noch eine Minute. Rekordanzahl an Teilnehmern direkt zum Start. So, Fragen. So, okay. So. Wen habe ich heute hier? Hinter der Kamera steht der Asari mit so geilen Zettelchen. Ja, also ich lese nicht ab. Alles aus dem Kopf. Links habe ich heute den Marc. Gucken wir mal hier. Die sitzen da so süß. Guck mal. Da ist die Jenny. So. Okay. So, eine kleine Gruppe, mit der ich das hier heute mache. Freunde, ich möchte erstmal anfangen, für die, die neu unter uns sind, was ist das Gürkha-Konzept? Mein Name ist Mehmet Aljan Gürkha. Ich mache seit 25 Jahren Vertrieb, Dauer der heutigen Präsentation meines Konzepts ca. 20 bis 24 Minuten. Ich habe das Verkaufen am Telefon in der Bundesrepublik Deutschland erfunden, auf den Markt gebracht, stabilisiert und zum Normaltum geführt. Mittlerweile wird bundesweit, gerade im Bereich Versicherungen, Finanzdienstleistungen, sehr viel telefonisch verkauft. Ich bin der Grund, warum das geht. 2002, vor 21 Jahren, habe ich als erster in Deutschland es geschafft, dass Versicherer akzeptiert haben, dass Unterschriften, Gesundheitsfragen, Kontodaten etc., sensible Daten, ja, per Fax oder E-Mail akzeptiert werden. Darauf beruht mein Konzept. Ich habe damit der MEG AG bis zum Jahr 2010 über 340 Millionen Euro Umsatz gemacht, habe alles verloren, alles in meinem Leben, habe bei minus 20 Millionen, habe in 7 Jahren 20 Millionen Euro Schulden abgebaut, nicht alles bar bezahlt, mit den Versicherern geeinigt, ja, habe meine Schulden abbezahlt und bin heute erfolgreicher im Rahmen meiner Möglichkeiten, glücklicher im Rahmen meiner Möglichkeiten als je zuvor. Aber platt bin ich auch. Dazu kommen wir gleich. Ich lebe in Dubai. Morgen seit 3 Monaten. Mit dem Gürkha-Konzept. 4,77 Millionen Euro haben wir gemacht in den letzten 12 Wochen. In 3 Monaten fast 5 Millionen Euro. Achtung, wir reden hier von Provisionserlösen. Wie geht das? Was ist das Schlimmste, was es für einen Verkäufer gibt? Kaltakquise. Ekelhaft. Wer hat Bock auf Kaltakquise? Niemand. Ja, kennt ihr, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Niemand. Wer hat Bock auf Kaltakquise? Niemand. Ekelhaft. Ich habe einen Weg, in dem ich online Interessenten reinhole und ich garantiere die besten Leads am Markt. Warme Leads. Stunde, Minute, Sekunde. Wenn wir unsere Kunden anrufen, ist das Erste, was wir zu hören bekommen? Das ging aber schnell. Oder reden Sie gar nicht so lange, ich will sparen. Wir helfen als Dienstleister, den Kunden Geld zu sparen. Das ist mein Job. Ich verdiene und werde vom Kunden bezahlt. Ich habe mit der Versicherung nichts am Hut. Ich verdiene nur, wenn mein Kunde glücklich ist und Geld spart. Wenn mein Kunde kein Geld spart,
war ich nicht erfolgreich und verdiene kein Geld. Ich bin abhängig wie kein anderer Dienstleister von der Qualität meiner Leistung. Du hast eine Kfz-Werkstatt, kennt ihr? Der repariert euer Auto, zwei Wochen später habt ihr einen Platten. Eine Woche später habt ihr das, eine Woche später habt ihr das. Würdet ihr den bezahlen? Nein, meine Kunden bezahlen mich nicht. Du gehst in ein Restaurant, isst, es schmeckt dir nicht, musst du trotzdem bezahlen? Ja, meine Kunden bezahlen mich nicht. Ich habe die ehrlichste Dienstleistung, die es gibt. Ich rufe keinen an, der nicht angerufen werden will. Wir rufen nicht hinter Leuten her und sagen, bitte, 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 bitte. Der Kunde geht ins Internet und sagt, ich habe die Schnauze voll, mit Wut im Bauch. Ich bin es leid, im Monat 6, 7, 800, 900, 1000, 1500 Euro für meine Krankenversicherung zu bezahlen. Helfen Sie mir. Jetzt kommen wir ins Spiel. Wir beraten. Es gibt insgesamt zwei Beratungsgespräche. Ich bringe euch alles bei. Vorkenntnisse brauchst du nicht. Hier sitzen 8 Leute, die ich alle sehr erfolgreich gemacht habe. Keiner von denen hat Vorkenntnisse. Ja? Die kommen aus allen Bereichen. Nur nicht aus dem, einer kommt aus dem Verkauf, einer. Der Rest von überall her. Ob Gastronomie, ob Physiotherapie, ob, was weiß ich, Immobilienmakler. Nichts mit Versicherung am Hut. LKW-Fahrer. Wir haben hier alles gehabt. Vom Fließband zum Millionär. Ich zeige dir den Weg. Keine Kaltakquise. Kunde meldet sich im Internet. Ja? Leads habe ich genug. Ich habe mehrere tausend Leads in der Woche, die du anrufst. Wie rufst du sie an? Ich zeige dir den Weg. Du musst dich um nichts kümmern. Ich persönlich bringe es dir bei. Entweder über Zoom-Call, wenn du mit mir weltweit arbeiten willst. Du hast die Option, mit mir von überall auf der Welt zu arbeiten. Aus dem Homeoffice. Wenn du am Anfang als Quereinsteiger starten willst, kein Problem. Ich brauche 5 Stunden in der Zeit deiner Woche. Wenn du 5 Stunden in der Woche Zeit hast, zeige ich dir, wie du 10.000 Euro netto im Monat verdienst. Ich garantiere es dir schriftlich. Wenn nicht, Cashback-Garantie. Ich wiederhole, 5.000 Euro netto in der Woche. Entschuldigung, 5 Stunden netto in der Woche deiner Zeit für 10.000 Euro netto im Monat. Danach, nach 4 bis 8 Wochen, kündigst du deinen Job sowieso. Und dann kannst du den Job hauptberuflich machen. Oder du sagst, hey, ich will mich von Mehmet in Dubai vor Ort einarbeiten lassen. Kommst hierher, Hotel steht, du musst dich um nichts kümmern. Ja, arbeitest mit mir aus dem Office, lernst auf meinem Schoß 5 Tage, 10 Tage mit mir aus einem Büro, 5 Tage davon mit mir im gleichen Büro. Hörst mir zu, lernst von mir, ich optimiere dich, ich helfe dir. Am Anfang legt ihr sogar nur Termine. Ich rufe eure Kunden an, die ihr terminiert habt. Wer bekommt das Geld? Wer bekommt das Geld? Ja. Die volle Provision geht an dich, an meine Vertriebspartner, an meine Berater. Obwohl ich den Kunden für dich reinhole. Ich berate, ich führe das Angebotsgespräch, ich führe die Rechnungsbesprechung, du bekommst das Geld. Der nächste Punkt ist, du hast nur ein Gespräch, nur das Erstgespräch. Der Kunde meldet sich im Internet, du rufst an, einen wunderschönen guten Tag. Herr Müller, Sie haben sich im Internet eingetragen. Ich gehe davon aus, es geht darum, auf Basis Ihrer bisherigen Leistung Geld zu sparen. Ist das richtig? Das war's. Dann nimmst du seine Kontaktdaten auf, wo er versichert ist und schickst ein Mandat raus. Das war der Job. War das der Job? Ja. So, vielleicht kommen wir 2, 3 her. Kommt noch mal kurz mit ins Bild. Ja, die Jungs sind locker gekleidet. Wir haben es nach 22 Uhr in Dubai. Ich habe Mark hier, ich habe Brian hier und Tolga. Tolga kommt aus Kuschel, das ist so wie ich. Und wir haben uns hier kennengelernt, hier in Dubai. Kurz zu eurer Vita, ihr seid jetzt ein paar Wochen dabei, du bist ein bisschen länger dabei. Brian, fang du doch mal kurz an, stell dich doch mal vor. Grüß euch alle. Hi. Wie gesagt, Brian, 41 Jahre alt, komme aus der Gastronomie, keine Vorerfahrung. Mehmet und sein Team haben mir alles beigebracht, überwiegend Mehmet. Bin ja, wie ihr sagt, mittlerweile sehr erfolgreich. Mir reicht es noch nicht, aber das liegt aber auch an Mehmet, weil Mehmet spornt mich ständig an. Mehmet ist selbst nie mit sich selbst zufrieden, immer weiter, immer mehr. Und das färbt natürlich ab und mittlerweile bin ich auch nicht mehr zufrieden mit mir, obwohl ich eigentlich zufrieden sein könnte. Aber das hat Mehmet sehr gut bei mir gemacht, Mindset geändert. In den letzten 8 Wochen knapp 100.000 Euro verdient, netto, steuerfrei. Marc. Ja, hi zusammen, mein Name ist Marc, bin 34 Jahre jung.
Ich habe schon ein bisschen Erfahrung im Versicherungsbereich und als ich mir das alles immer angehört habe, ich dachte, das kann doch nicht sein. Also es kann doch wirklich nicht so sein, wie man das schildert. Weil in keinem Vertrieb habe ich sowas gesehen. Jetzt bin ich hier, das ist Fakt. Vor 2 Wochen war ich ja auch noch in einem Call dabei. Stand jetzt 27.500 Euro. In den letzten 2 Wochen? In den letzten 2 Wochen. Im Dezember wird das Mindestziel, das unterste Mindestziel 50.000 sein. Nach oben hin alles offen. Und ja, es ist wirklich so, wer es sagt. Also ich sage mal, es ist noch nicht mal richtig Vertrieb. Vorher musste ich ja alles selber machen. Erstgespräch, Akquise, Abschlussgespräch. Und hier, du machst nur den ersten Kontakt. Die tragen sich online ein, einen Tag vorher. Du rufst die an, die freuen sich. Manchmal am gleichen Tag auch, ja. Und die warten auf deinen Anruf. Super easy, also das ist noch nicht mal verkauft. Torger, frisch angefangen. Ja, ich bin gerade seit 3 Wochen hier. Ja, 9.000 Euro. Du weißt, es bezahlt. Ja, 9.000 Euro schon drin. 3 Angebote noch da, sind auch nochmal 9.000 Euro. Passt. Gab es irgendwas, das ich versprochen habe, was ich nicht gehalten habe? Nein. Passt alles? Alles passt. Wer in Dubai mit mir arbeitet, bekommt Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis, hat seinen festen Arbeitsplatz. Du kommst ins 5-Sterne-Hotel, checkst ein, wir kümmern uns um alles, du musst nichts machen. Hat das alles gepasst? Hat alles gepasst. Wie lange hat es gedauert, bis wir Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis beantragt haben? Sofort. Wann wurdest du registriert? Sofort. Direkt am ersten Tag. Okay. Direkt am ersten Tag. Direkt am ersten oder am zweiten Tag. Wenn du am ersten Tag nachts ankommst, ist das schwierig. Er kam morgens an, direkt am ersten Tag. Ich kümmere mich mit meinem Team hier vor Ort um alles. Der Vorteil, du kannst weltweit arbeiten, Homeoffice. Du hast nur das Erstgespräch. Das war's. Könnt ihr euch zurückstellen, wenn ihr sich das sieht? Danke. Du arbeitest von überall auf der Welt. Ja? Ob Thailand, wir haben in 32 Ländern über 350 Vertriebspartner. 4 Kontinente, nur Australien fehlt. Du kannst dich von mir hier arbeiten, einarbeiten lassen in Dubai 10 Tage, gehst dann wieder in dein Homeoffice zurück. Oder du sagst, ich will nach Dubai ziehen. Ich bin mit Mehmet Gülkan, mit der Vertriebslegende, sag nicht ich, sag die Wirtschaftswoche, 25 Jahre. Es gibt so viele Leute, die fangen an und hören auf, machen etwas ein paar Monate, 1-2 Jahre. Ich mache Vertrieb 25 Jahre. Ich bin 44, ich habe mit 19 angefangen. Ich kann nichts anderes. Ich kann nicht sezieren, ich kann nicht ein Gehirn operieren, ja? Ich kann keinen Computer bedienen, ich bin kein IT-Fachmann, Fußball spielen kann ich sowieso nicht. Ich kann nur verkaufen. Ich kann reden. Ich kann Menschen einen Weg zeigen. Ich kann führen, durch Vorführen. Ich sage keinem hier, was er machen soll, bevor ich es nicht selber mache. Ich mache die meisten Verkaufsgespräche. Ich habe über 45.000 Gespräche. Ich stehe jeden Morgen als Erster auf. Ich arbeite 120 Stunden die Woche. Ja? Mir ging es schon körperlich besser. Mir ging es gesundheitlich besser. Das spielt keine Rolle. Ich ordne den gesamten Erfolg unter dieser Mission. Und diese Mission bedeutet, am 1. Februar, 3-4 Monate in Dubai, nach 4 Monaten muss jeder, der mit mir hier arbeitet, zwischen 150 und 350.000 Euro netto haben. Denn wir finanzieren Eigentumswohnungen hier. Du kannst hier eine Wohnung kaufen. Ich finanziere sie dir. Ich kümmere mich um alles. Du kannst hier mieten, du kannst ein Haus kaufen. Am Anfang stehen dir bis zu 500.000 Euro zur Verfügung. Schlüsselfertig, mit allem drum und dran. Du kannst hier leben, du kannst hier mieten, du kannst hier kaufen, du kannst hier eine Existenz aufbauen. Deutschland war einmal. Und wenn du an meiner Seite arbeitest, diese Leads nimmst, zum Beispiel ein Lead am deutschen Markt kostet 150 Euro. Bei uns kosten die Besten der Besten, die sich tagaktuell mit Minuten- und Sekundenanzeige eintragen, davon 10%, 20%. Wenn du 100 Stück nimmst, als Beispiel, 3.000 Euro, 100 Stück. Ein Durchschnittskunde bringt uns wie viel Geld? 3.000 Euro. An Provision? 3.000 Euro. 3.000 Euro. 1% Abschlussquote. Wie viel Prozent Abschlussquote habe ich, Männer? 100%. Aber von dem, was wieder zurückkommt auch. Also 100% beim Erstgespräch. Was mit Mandat reinkommt, wie ich wo? Ich glaube, 81%. 81. Wenn du 1% hast, bist du plus minus null. Wenn du 2% hast, bist du bei plus 3.000. Ja? 70% der Provision gehört euch, 30% der Firma. Also ein Kunde 2.000 Euro netto, was euch bleibt. 10 Abschlüsse sind 20.000 Euro, minus 3 Leadkosten 17. Dubai steuerfrei. Ja? Wenn du dein Homeoffice hast,
musst du es mit deinem Steuerberater ausmachen, je nachdem, wo du lebst. Wenn du 20% Abschlussquote hast, 20 mal 2.000 Euro, 40. Minus 3 Liegkosten, 37 netto. Wenn du 40% Abschlussquote hast, 40 mal 2.000 sind 80. Minus 3, 77.000 Euro. Und das ist das, wo ich jeden Monat meine Leute hinführe. Und hinführen möchte und hinführen werde, die bei mir anfangen. 77.000 Euro. Ja, fast 4.000 Euro netto am Tag. Dafür gebe ich im Moment alles. Ich arbeite 120 Stunden in der Woche. Ich schlafe 4 Stunden täglich. Ich kenne keinen Samstag, ich kenne keinen Sonntag, kenne keine Feiertage. Ich liebe es. Ich bin Dienstleister. Das kommt von Dienen. Ich diene diesen Menschen. Wenn es denen gut geht, ich bin sowieso durch. Ja? Ich habe in den letzten 3 Monaten genug verdient. 7-stellige Beträge. Ich bin durch. Ich baue jeden Tag, berate ich 20 Kunden. Glückliche Kunden, die sagen, danke, danke, dass sie gibt und mir alles zurückschicken und unterschreiben, weil sie zufrieden sind. 4,77 Millionen Euro in 12 Wochen Provisionserlöse. Aktiv 43 Vertriebler in Dubai und über 18, 19, glaube ich, sind gerade in der Einarbeitung. 7, 8 Plätze haben wir frei. Wer aus Dubai arbeiten will, wer von mir weltweit arbeiten will, wer nur in Dubai eingearbeitet werden will, der schreibt mir per WhatsApp, blende euch mal hier was ein, hier steht auch alles. Wie kann ich das einblenden? Bin ja so ein Behinderter, was die Scheiße hier angeht. Wo blende ich denn das ein? Hier? Ups, hier garantiert nicht. So, hier garantiert nicht. Wo blende ich das ein? Nö, hier auch nicht. Nee, hier auch nicht. Ich hatte ein Foto vorbereitet, das konnte ich einblenden. Ja, wo war das? Wo war das? Ne, hier auch nicht. Das war früher ganz einfach, das konnte man einfach einblenden. Ist egal. Ich gebe euch jetzt meine WhatsApp-Nummer. 0090 541 574. Holt euch ein Stiftblatt Papier. Wer dabei sein will, schreibt mir per WhatsApp, Mehmet, ich will dabei sein. Ich persönlich kläre das mit euch. Wir telefonieren, wir gehen die Details durch. 0090 574 1477. Ich wiederhole. 0090 574 1477. Achtung. Und ich sage es so knallhart, wie es ist. Bist du ein Typ, hätte, könnte, vielleicht, morgen, mal schauen, bitte erspar's mir. Schreib nicht, es bringt nichts. Leute wie du leben im Irgendwann. Irgendwann mal wirst du ein schönes Auto fahren. Irgendwann mal wirst du ein Haus haben. Irgendwann mal wirst du erfolgreich werden. Irgendwann mal wirst du auf Malediven Urlaub machen. Irgendwann mal wirst du viel Geld beiseite haben. Ich bin Realist. Und mit Träumern kann ich nicht arbeiten. Ja? Ich bin Realist. Und ich arbeite jeden Tag sehr hart. Sehr realistisch an meinen Zielen. Es gibt kein Irgendwann. Es gibt nur jetzt und heute. Es gibt kein Morgen. Es gibt nur jetzt und heute. Nicht irgendwann, nicht morgen. Ich lebe im Jetzt. Ich habe keinen Bock auf diese Mentalität von, wenn es nicht heute passt, dann morgen. Ich komme mit dieser Mentalität nicht klar. Und ihr kommt mit mir nicht klar. Ja, ich bin für euch ein Spasti, ein Vollidiot. Ja, der ist ja, das ist ein ganz harter Typ. Mit dem kannst du nicht reden. Ja. Diktator, bla bla. Nein, ich will einfach Menschen erfolgreich machen. Und da gibt es keine Diskussion. Für den Weg zum Erfolg gibt es keine Abkürzung, kein Blabla. Es gibt nur Schaffen, Handeln, Tun. Ja? Und nicht diese ewigen Diskussionen mit irgendwelchen Möchtegern-Vertrieblern, die erzählen, wie geil sind, die noch nie was im Leben erreicht haben. 500 Millionen Euro Umsatz. Alles im Leben geschafft. Alles verloren, wieder aufgestanden, ja, nochmal ein Comeback geschafft, wieder erfolgreicher Millionär geworden. Das sind meine Referenzen und ich bin noch keine 45 Jahre alt. Erfolgreiche Firma in Dubai aufgebaut. Vor 12 Wochen waren wir hier 10 Leute, wir waren auf einer Baustelle. 5 Millionen Euro später, 12 Wochen später, 5 Millionen Euro mehr auf dem Konto. Das sind meine Referenzen und die Menschen, die mit mir arbeiten, werden von mir verzwangsmillioniert. Wenn sie das tun, was ich sage,
Wenn du bereit bist, meine Worte umzusetzen, dir von mir helfen zu lassen, dich, als ob du mich als Mentor siehst, als Freund, als Papa-Bär, wie es der da sagt, das ist scheißegal. Wichtig ist, dass wir gemeinsam an einem Seil ziehen. Ja? Entweder wir ziehen an einem oder du ziehst am selbigen Leine. Tschüss, yalla. Wichtig, nochmal. Ehrgeiz ist alles. Ohne Ehrgeiz ist alles nichts. Alle erfolgreichen Politiker, Wirtschaftsfunktionäre, Spitzensportler, Athleten zeichnet eins aus. Ehrgeiz, 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 Fleiß, Ordnung, Disziplin. Ich kenne die größten Talente, ob Sport oder Wirtschaft. Sie haben nichts im Leben erreicht. Nicht, weil sie nicht genug Talent hatten, sondern weil sie keinen Ehrgeiz haben. Weil sie nicht morgens aufstehen zu einer bestimmten Uhrzeit und ihre Schmerz, ihre Bequemlichkeitszone überwinden. Ehrgeiz ist alles. Ohne Ehrgeiz wirst du nie oben stehen. Ohne Ehrgeiz wirst du nie Millionär werden. Ohne Ehrgeiz wirst du immer der gleiche 0815-Typ bleiben, der du bist. Wisst ihr, woher 0815 kommt? Das war der Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg, die Pistole der deutschen Bundeswehr. Und dies 0815, die hatte jeder. Wenn du einer sein willst, wie jeder andere, bleib 0815. Wenn du Herausragendes leisten möchtest, dann formt dich dein Umfeld. Wer mit Gewinnern zusammen ist, wird ein anderes Mindset bekommen, anders arbeiten, anders fühlen, anders denken, anders gehen, anders handeln, anders verdienen, anders leben. Wer immer mit den gleichen Leuten zusammen ist, in seiner Bequemlichkeitszone, der wird nie aus dieser rauskommen. Der wird immer der gleiche bleiben. Er wird sich nie ändern. Du erwartest Dinge, die sich in deinem Leben verändern sollen. Wie soll das gehen, wenn du dich nicht veränderst? Wie soll das gehen, wenn du nicht den nächsten Schritt machst? Nichts anderes mache ich mit meinem Vertrieb. Ob vom Homeoffice, ob weltweit, ob hier aus Dubai, Einarbeitung oder mit mir aus Dubai. Stell dir mal vor, du verdienst mit mir 800.000 Euro. Weißt du, was Dubai bedeutet? Du hast in Deutschland 400.000 Euro Steuern zu zahlen und hier gar nichts. Ich schaffe es mit den Voraussetzungen, mit meiner Firma, dass du bei der MEG Dubai, wenn du 800.000 brutto hast, auch 800.000 netto hast. Hast du keinen Ehrgeiz, wirst du nicht mal 8 Euro verdienen. Ehrgeiz ist alles. Ohne Ehrgeiz ist alles nichts. Cristiano Ronaldo steht an dem Punkt in seinem Leben. Lionel Messi steht an dem Punkt in seinem Leben. Lionel Messi hat 5 Finals verloren. 5 Finals. Er hat das WM-Finale verloren. Er hat 3-mal die Copa America verloren. Und erst sein 5. Finale hat er gewonnen. Das ist Ehrgeiz, wo andere aufgeben. Hier kommen Leute her, schaffen es alle? Natürlich nicht. Ja? 80% schaffen es. 20% nicht. Und ich sondiere schon vorher aus. Die Leute sagen, ich will dabei sein. Was ist mein Invest? Du hast eine Cashback-Garantie. Du hast kein Risiko. Und ich sage, ich möchte es nicht. Weil du keinen Ehrgeiz hast. Wenn ich mit Leuten telefoniere, Herr Göker, könnte ich, würde ich, hätte, eventuell, bleib wo du bist. Probier es gar nicht. Ja, gegen meinen Ehrgeiz hast du keine Chance. Und wenn du keinen Ehrgeiz hast, bist du an meiner Seite falsch. Ich will absolute Psychopathen. Ich will Leute, die sagen, ich möchte aus meinem Leben mehr machen. Ich will das nächste Level erreichen. Egal, was du heute machst, es spielt keine Rolle. Kein Schulabschluss spielt eine Rolle, was du im Verkauf verdienen kannst. Es gibt Leute ohne Schulabschluss, es gibt Leute mit Hauptschulabschluss, die verdienen mehr als Leute mit Abitur oder mit Studium. Im Vertrieb kommt es nur darauf ein, wie deine Einstellung ist. Allgemeinwissen, das ich dir aneigne, die Bücher, die ich dir aufzeige, die du liest, das Wissen, das ich dir vermittle und Ehrgeiz. Und ich pushe dich jeden Tag. Aber wenn nicht dieser Funke in dir brennt, wenn nicht der Funke im Vertrieb in deinem Herzen brennt, kann ich machen, was ich will. Ich werde dich nicht anzünden können. Und alles andere ist für dich und für mich Zeitverschwendung. Du brauchst nicht herzukommen. Für die anderen, die sagen, oh mein Gott, ich will dabei sein. Jetzt nochmal meine Nummer. Oder schreibt mir, wenn ihr zum 17. Mal keinen Stift habt, über
Instagram und ich schicke euch meine Nummer. 0090 541 574 1477. Ich wiederhole sie nochmal. 0090 das ist noch Vorwahl meiner türkischen Mobilnummer, 541 574 1477. So habe ich alles. Fehlt irgendwas? Nö. Ja, und dann schreib mir und dann schauen wir, ist das was für dich? Kommen wir zusammen? Unter welchen Voraussetzungen? Wir sind hier im Jahresendgeschäft. Noch genau 7 Wochen. In den nächsten 35 Tagen, in den nächsten 35 Werktagen wird der Durchschnitt realistisch zwischen 3.000 und 10.000 Euro täglich verdienen. Übertreibe ich, kommt das hin? Kommt hin. 3.000 bis 10.000 Euro netto täglich. Zwischen 3.000 und 10.000. Ja, hast mal einen guten Tag mit einem 7er, 8er, 9er und mal einen beschissenen Tag mit einem 2,5er, 3,5er, 4,5er. Ja, Euros mit ein paar Nullen hinten dran. So. Ja, Sadi, kommen Sie kurz vorne hinter der Kamera weg. Kannst du kurz sagen, bevor du kurz stehst, vor welcher Summe? Bei knapp 200.000 Euro. 200.000. Bist du Moslem? Natürlich. Trinkst du Alkohol? Nein. Isst du Schweinefleisch? Betest du? Ja. Gehst du jedenfalls in die Moschee? Ich versuche es zumindest, ja. Lügst du? Nein. Ich wiederhole nochmal. Du als gläubiger Moslem, ja, erzählst mir hier vor allen Menschen, dass du in den letzten, du bist jetzt ungefähr 10 Wochen hier. Ja. 10 Wochen? 9 bis 10 Wochen. Ja, ja, so ungefähr. 9 bis 10 Wochen. Du warst ja 3 Wochen in Deutschland. Ja, genau. 9 bis 10 Wochen. Fast 200.000 Euro netto steuerfrei verdient hat. Jawohl. Noch Fragen? Aber wisst ihr, was er hat? Ehrgeiz. Er ist kritikfähig, lernfähig und hat Ehrgeiz. Frau und Kind zurückgelassen, um hierher zu kommen, um seiner Familie ein besseres Leben zu geben. Ehrgeiz. Beharrlichkeit. Ohne Ehrgeiz bist du nichts. Mit Ehrgeiz kannst du alles im Leben erreichen. Wenn du dabei sein willst, führen wir vorher ein Gespräch. Ich danke dir. Führen wir vorher ein Gespräch und schauen, ob du diese Power hast, um mit uns, egal ob Homeoffice, egal ob nur Einarbeitung hier oder von Dubai aus, solange du möchtest, zeitlich unbegrenzt, mit mir zu arbeiten. Habt ihr noch ein Abschlusswort? Ja. Also ich kann nur jedem empfehlen, das zu testen, ja, also durchzuziehen. Wenn du mehr von dem willst, wenn nicht, dann sollst du wirklich ja, zu Hause bleiben. Aber wenn du mehr willst, dann komm her. Right. Kommt vorbei, gib Gas. Pferde gesetzt und ich bin nur froh, dass ich jetzt aufs richtige Pferd gesetzt habe. Was mich aber am meisten stört ist, ich kenne mich schon so lange aus dem Internet, dass ich es nicht früher gemacht habe. Aber lieber spät als nie. Ihr habt die Chance, jetzt halt gleich reinzukommen, euch diese Zeit zu sparen, weil es ist noch ein, das Konzept hat sich so verbessert. Und ich weiß nicht, was der Mann eh noch in seinem Kopf hat, um das noch besser zu machen. Deswegen kommt vorbei, es ist Wahnsinn. Du hast nur das Erstgespräch. Rest kümmere ich mich drum. In diesem Sinne, einen wunderschönen Sonntagabend und wir gehen jetzt noch zum Palästinenser irgendwo was essen. Ja? Oder Afghaner oder Iraner, was weiß ich. Braucht was Arabisches, was Hartes. In diesem Sinne, schönen Abend. Tschüss. 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 Mal hier stopp. Aha.